Hallo liebe Freunde, ein Test steht an. Diesmal das Honor 5X. Viel Spaß dabei. Honor wurde 2014 als Tochtermarke von Huawei gegründet. Trotzdem ist Honor auf dem deutschen Markt kein Unbekannter. Wir allein haben jetzt schon 6 Geräte von ihnen getestet. Hier das Honor 5X ist demnach schon das 7. Ja, alle Geräte haben 2 Sachen gemeinsam. Zum einen kamen sie alle für einen Kampfpreis, also boten wirklich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Zum anderen haben alle Geräte bei uns wirklich durch die Bank gut abgeschnitten. Also haben alle 4 von 5 Sternen oder sogar noch besser. Also eigentlich keine schlechten Voraussetzungen für das Honor 5X. Wie es sich jetzt genau schlägt, schauen wir uns in verschiedenen Kategorien mal an. Die Rückseite des Honor 5X besteht zu großem Teil aus Aluminium, was hier auch um den Rahmen drumherum geht. Und wir sehen hier schon, das ist auch sehr schön gebürstet, sieht schick aus und fasst sich noch schicker an. Das ist nämlich fast so ein bisschen so gummiert, also auf keinen Fall glitschig. Und es hinterlässt auch kaum Fingerabdrücke, hat Honor sehr gute Arbeit geleistet. Wenn wir auf die rechte Seite gehen, haben wir hier den On-Off-Taster und hier die Laut-Leise-Wippe. Und auch die sind richtig geil. Also ich weiß, das ist jetzt nur ein kleines Detail, aber die sind so gut verarbeitet, die hört man sogar klicken. Wenn wir hier auf die linke Seite kommen, haben wir 2 Slots, in die allerdings 3 Karten passen. Nämlich Nano-SIM, Micro-SIM und Micro-SD. D-Karte, also wirklich cool. Hier muss man sich nicht entscheiden, welche Karte man einfügt. Man kann gleich alle 3 einfügen. Die Vorderseite ist ziemlich unspektakulär, wie man das halt auch so von Handys kennt. Die nächste Besonderheit des Honor 5X betrifft hier das 5,5 Zoll Display. Das kommt nämlich mit einer Full-HD-Auflösung, was nun wirklich keine Selbstverständlichkeit ist, wenn man bedenkt, das Handy kostet nur 230 Euro. Und ja, die Pixeldichte ist hoch genug. Man sieht überhaupt gar keine Pixel auf, wenn man ganz genau hinschaut. Und auch ansonsten ist das ganz gut. Also die Blickwinkel sind okay, also recht stabil. Kann jetzt nicht mit anderen High-End-Panels mithalten, aber ist völlig ausreichend. Und auch die maximale und die minimale Helligkeit sind sehr, sehr, sehr gut. Also das gehört auf jeden Fall zu den besseren in seiner Preiskategorie. Was man noch wissen sollte, hier oben sieht man es ein bisschen um den Lautsprecher und um die Kamera. Hier ist eine Displayfolie drauf und zwar von Anfang an. Und die sollte auch tunlichst nicht abgenommen werden, denn das Glas hier dahinter ist kein Gorilla-Glas und könnte entsprechend anfällig für Kratzer sein. Also bitte lasst die Folie drauf, auch wenn ihr dann damit leben müsst. Ich weiß nicht, ob man es hier sieht. Das Ding ist schon sehr anfällig für Fingerabdrücke. Hinter diesem hübschen Display werkelt ein Snapdragon 616 und dieser 64-bit-fähige Octa-Core-Prozessor wird von 2 GB RAM unterstützt und außerdem kommt noch eine Adreno 404 hier zum Einsatz. Das ist okay, aber ganz ehrlich, es rennt jetzt auch nicht wirklich. Also man kommt damit zurecht und ich sag mal, für die Preisklasse ist das auch durchaus in Ordnung. Und ich habe auch ein paar Spiele probiert, also sowas wie Asphalt 8 ist völlig problemlos spielbar. Das Öffnen dauert vielleicht ein bisschen länger, aber ansonsten kommt man damit wirklich sehr gut zurecht. Allerdings, ihr seht es hier, manchmal gibt es so leichte Verzögerungen und ich habe dieses Handy hier jetzt nicht besonders lange genutzt, wenn man zwischen den verschiedenen Apps hin und her wechselt. Trotzdem, das Honor 5X kommt im AnTuTu Benchmark auf knapp 37.000 Punkte, was für die Preiskategorie absolut in Ordnung geht. Der Akku im Honor 5C fasst 3000 mAh, was für ein 5,5 Zoll Gerät absolut in Ordnung geht. Ich kam bei meiner durchschnittlichen Nutzung so auf 1,5 Tage, wenn ich es ein bisschen länger gebraucht habe, einen Tag, dann kam ich vielleicht auch mal ans Limit. Trotzdem geht das für so ein Telefon für 230 Euro
durchaus in Ordnung. Also ist sogar ein ziemlich guter Wert dafür. Hier leistet sich das Honor 5X eigentlich keine Schwäche. Ein bisschen enttäuscht war ich, als ich erfahren habe, dass das nicht mit einer Quick-Charge-Option kommt. Denn in China kann das Honor 5X Quick-Charge. Grundsätzlich ist der Snapdragon 616, der hier drin taktet, nämlich auch Quick-Charge-fähig. Hier hat sich Honor aber anscheinend hat die Kosten für die Lizenz gespart, um das Ding dann am Ende günstig anbieten zu können. Ein bisschen schwachbrüstig ist auch das Netzteil hier. Das hat nur einen Output von 5 Volt und 1 Ampere. Ja, wie bei Huawei und jetzt auch bei Honor üblich, verstecken sich hinter diesen zwei Aussparungen hier nur ein Monolautsprecher. Der ist zwar recht laut, wenn man den ausprobiert, aber naja, also qualitativ ist das jetzt nicht so geil und auch die Positionierung ist jetzt nicht optimal. Also wenn ich jetzt irgendeinen Film oder ein Game hier so im Landscape-Modus nutze, dann verdecke ich unwillkürlich den Lautsprecher. Zweites, was nicht ganz so geil ist beim Sound, ihr seht es, wenn wir hier die ganze Sache öffnen, hier drinnen liegen nämlich einfach keine Kopfhörer bei und kein Headset. Das ist natürlich so ein bisschen schade, aber mal irgendwo muss halt Honor auch sparen, um die 230 Euro Preispunkt hier zu erreichen. Die Kamera hier auf der Rückseite knipst mit 13 Megapixel und wird hier von einem Single-LED-Blitz unterstützt. Sie steht ungefähr einen Millimeter, sieht man so aus dem Gehäuse raus und hat trotzdem keinen optischen Bildstabilisator. Die App an sich ist ja sehr minimalistisch gehalten. Wir können hier durchwechseln zwischen Standard, Foto, Video, Zeitraffer, Verschönern und Lebensmittel und haben hier noch ein paar Zusatzoptionen wie zum Beispiel HDR und Zeitlupe. Allerdings kann das jetzt nicht mit dem Funktionsumfang von anderen Huawei- oder Honor-Produkten mithalten. Interessanterweise ist der Autofokus relativ schnell und auch ansonsten macht die vor allem bei guten Lichtverhältnissen ordentliche Bilder. Was auch noch ganz spannend ist, dieser Lebensmittelmodus hier, der macht versetzt Bilder mit einem höheren Kontrast und auch mit einer erhöhten Farbintensität. Dadurch sieht einfach der Salat noch ein bisschen leckerer aus, auch wenn er eigentlich schon angegammelt ist. Nein, hier ist natürlich ein Quatsch. Aber es sieht tatsächlich ein bisschen hübscher aus. Und das übrigens nicht nur bei Lebensmitteln. Ich kann euch das hier mal ein bisschen zeigen. Ich habe ja ein paar Bilder damit gemacht. Das hier ist jetzt mit den Lebensmitteloptionen. Das hier ohne, also ihr seht schon, das sieht alles eigentlich ein bisschen schicker aus. Mit Lebensmittel, ohne Lebensmittel, mit Lebensmittel, ohne Lebensmittel. Es wirkt halt alles Ticken lebendiger. Das hier ist jetzt auch wieder mit Lebensmittel und das hier ohne diesen Lebensmittelmodus. Und hier haben wir auch tatsächlich mal was Essbares fotografiert und auch da ist eigentlich dieser Unterschied deutlich zu sehen. Also hier haben wir die, sieht die Avocado auch richtig grün und knackig aus, während die hier immer noch grün ist, aber eigentlich nicht ganz so frisch wirkt. Ansonsten, wenn die Lichtverhältnisse schlechter werden, wird es auch die Bildqualität, das sehen wir jetzt hier, dann wird schon alles ein bisschen kriselig, ich sag mal so ab ISO 400 ungefähr. Hier haben wir das Gleiche. Die Selfie-Kamera hier vorne knipst übrigens mit 5 Megapixel und hat einen sehr weiten Winkel, also so um die 90 Grad. Das merkt man auch, also hier passt auch viel mit drauf und die macht auch wirklich gute Ergebnisse. Also hier ist wirklich alles völlig in Ordnung. Also insgesamt, die Kamera macht einen guten Eindruck. Wie bei anderen Geräten von Honor und Huawei auch, kommt beim Honor 5X die EMUI-Oberfläche zum Einsatz. Hier in der Version 3.1 und das Ganze basiert auf Android 4.1.1. Hier hätte übrigens Ende Januar auch schon ein Update auf Android 6.0 kommen sollen. Hat sich wohl rausgezögert, ist aber in der Mache. Also ich hoffe, da können wir bald damit rechnen. EMUI stößt ja bei vielen Usern jetzt auf nicht sonderlich viel Gegenliebe. Auch ich finde es jetzt nicht so prickelnd.
Besonders doof finde ich, dass hier unten nicht der standardmäßige App-Drawer dabei ist. Ich mag auch die Tastatur, die standardmäßige, nicht besonders gerne. Hier haben wir dann allerdings den Vorteil, dass es ja doch möglich ist, zum Glück bei Android, das relativ individuell anzupassen. Es gibt aber auch ein paar schlaue Sachen, die ich gerne nutze. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach unten streiche, kann ich direkt Apps, Kontakte und Nachrichten durchsuchen. Anderes auch ganz geiles, ich kann hier unten diese Leiste nach links schieben und das Ganze für die Einhandbedienung verkleinern. Also das ist eigentlich ganz cool gelöst. Nicht ganz so geil. Huawei bzw. Honor versteckt hier einiges an Bloatware drauf, vor allem viele Gameloft-Games. Ja, ich würde euch empfehlen, die einfach von Anfang an zu deinstallieren. Der Fingerabdruckscanner hier hinten am Honor 5X ist nicht nur richtig selten für die Preiskategorie, sondern er ist auch noch richtig gut und muss sich vor den anderen Honor und Huawei-Flaggschiffen eigentlich nicht verstecken. Er ist genauso zuverlässig, allerdings ein bisschen langsamer, was wohl hauptsächlich der schwächeren Hardware hier in Form des Snapdragon 616 geschuldet ist. Aber er kommt noch mit einigen coolen Zusatzfunktionen, die ich mit anderen Flaggschiffen nicht kenne. Zum einen könnt ihr Apps öffnen, je nachdem mit welchem Finger ihr drauf tippt. Ich habe das jetzt mal so gemacht, dass der Zeigefinger hier das einfach nur entsperrt. Und genau, einfach nur entsperren. Und der Mittelfinger hier zum Beispiel die Foto-App öffnet und der Ringfinger die Facebook-App öffnet. Also das geht alles. Außerdem könnt ihr durch Swipen nach unten hier das Benachrichtigungscenter runterfahren lassen und zurück, wenn ihr nach oben swipet, kommen alle zuletzt geöffneten Programme. Außerdem, wenn wir hier gedrückt halten, sollte er mich zurückbringen. Das Home-Menü macht er auch. Und es gibt noch einige weitere Optionen, die ich euch auch gerne mal ganz kurz zeigen kann. Denn, finde ich geil, dass Honor sich hier so viel hat einfallen lassen. Also ihr seht, das hier sind alles Funktionen, die ihr über den Fingerabdruckscanner steuern könnt. Tolle Verarbeitung mit Metallrücken, ein Fingerabdruckscanner, der gut funktioniert und einige Zusatzfunktionen bringt, ein scharfes Display, das in Full HD auflöst. Das ist eine ganze Menge für 230 €. Und tatsächlich leistet sich das Honor 5X eigentlich keine richtige Schwäche. Auch der Akku ist mit 3000 mAh groß genug und die Kamera liefert brauchbare Schnappschüsse. Einzig die Performance dürfte ein bisschen höher sein, ist aber natürlich dem Preispunkt geschuldet und auch nicht wirklich ein Dealbreaker. Außerdem bin ich halt immer noch kein Fan der EMUI-Oberfläche. Allerdings lässt sich die mit ein paar Anpassungen auch durchaus nutzen. Also im Großen und Ganzen kriegt man hier für 230 € richtig viel geboten. Deswegen ist das Honor 5X auch meine persönliche Kaufempfehlung in diesem Preisbereich. Das war mein Video zum Honor 5X. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, wie ihr das Gerät findet. Ihr habt ja schon gemerkt, ich finde es ziemlich gut für den Preis. Ansonsten würde ich euch empfehlen, schaut auch mal bei uns am Kanal vorbei. Da haben wir noch jede Menge weitere Videos, auch zum Honor 5X übrigens. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen, liebe Freunde.